Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Andy hier und herzlich willkommen zum 5. Need for Speed Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's mal weiter mit Need for Speed. Die letzte Folge kam ja an meinem Geburtstag online. Gestern kam es Star Wars online, also ein Ballerspiel, und das kam eigentlich ganz gut an bei euch. Deshalb habe ich mir gedacht, heute Call of Duty wäre ein bisschen blöd, weil zwei Tage hintereinander Ballerspiele wäre nicht so angebracht. Deshalb geht's heute mal schön weiter hier mit der Kampagne von Need for Speed. Und ja, Freunde, ich habe jetzt am Wochenende schön, wie gesagt, mit meinen Freunden meinen Geburtstag nachgeholt, nachgefeiert, weil ich hatte ja Mittwoch Geburtstag gehabt. Am Mittwoch kann man ja nicht viel Party machen gehen. Und ja, jetzt haben wir ordentlich den Geburtstag nachgeholt, schön nachgefeiert. War auf jeden Fall ein krasses Wochenende, Freunde. Und ja, ab nächster Woche, also ab morgen, beziehungsweise Dienstag, da bin ich ja wieder auf viel Gaming TV dran. Und da werden dann zwei Videos von mir kommen. Und ich werde das auf jeden Fall versuchen, kontinuierlich durchzuziehen. Kann auch mal sein, dass dann mal ein Video kommt, aber Freunde, dann dürft ihr euch da nicht beschweren, weil ich versuche wirklich mein Bestes. Ich will auch ein bisschen auch noch nebenbei Freizeit haben, weil das ist schon echt ziemlich zeitaufwendig, sage ich einfach mal. Weil ihr wisst ja, ich mache keine normalen Let's Plays, weil ein normaler Let's Player, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ihr wisst, was die machen. Die sagen, yo, was geht ab, Leute, willkommen zur heutigen Folge, zack, los geht's. Keine Musik, kein Editing, nichts dabei. Und ich hau immer jedes Mal unter die Videos Musik rein. Versuch das gut zu schneiden. Wenn ich zum Beispiel von A nach B fahre, versuche ich die Fahrt zu überspringen, euch diese unnötigen Kleinigkeiten nicht zu zeigen. Genauso ist es wie bei anderen Spielen. Ich gucke mir die Videos immer von Anfang bis zum Ende an, ob da irgendwelche Fehler drin sind, ob ich da was zusammenschneiden kann. Und ich gebe mir halt mit jedem Video immer richtig viel Mühe. Und ich hoffe, ihr wisst das einfach zu schätzen. Weil, ich will jetzt nicht, ihr wisst ja, Gronkh ist ein großes Vorbild von mir, der hat es echt geschafft, der macht auch super geile Videos, hat eine krasse Stimme, sehr viel Ahnung von Spielen. Nur er, ihr wisst ja, er nimmt es auf, zack, zack, fertig, random, bam. Wisst ihr, wie ich meine? Ich denke mal nicht, dass der da rüber schaut, weil bei ihm ist ja keine Musik drin, er muss das Video quasi eigentlich gar nicht beenden, er muss noch einen Cut am Anfang und am Ende setzen. Und das geht dann natürlich dreimal, viermal so schnell, als wie ich das mache. Ich kann das natürlich auch so machen, dann kommen auch mehr Videos, aber... Ich versuche natürlich hier nicht nur Quantität zu bieten, sondern auch Qualität und hiermit mein Bestes zu geben. Natürlich, Gronkh ist auch super. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass er scheiße ist oder so. Ich feiere ihn natürlich, das wisst ihr ja. Und ja, würde ich sagen, habe ich jetzt genug gelabert am Anfang. Wir starten heute direkt mit Need for Speed. Alles klar, bis gleich. Hey, ich bin's. Bin an ein paar Typen mit Kohle dran, aber die fahren nicht gegen schlappe Kisten. Also hol reichlich Pferde aus deinem Wagen. Ciao. Krieg einen Anruf von Amy. Ich glaube, mit 350 PS solltest du konkurrenzfähig bleiben, okay? Bye! Okay, also wir haben jetzt eine Aufgabe von ihr bekommen, und zwar, wir sollen unseren Wagen so tunen, dass wir insgesamt 350 PS haben. Momentan haben wir 340 PS, das heißt, wir müssten den Wagen hier noch ein bisschen auftunen, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir das auch direkt. Wir haben jetzt noch 19.000 Dollar verbleibend. Jetzt schauen wir mal, wo wir das am besten machen können. So, Freunde, wir haben momentan hier im Motorblock dieses Paket. Ich würde einfach sagen, wir nehmen jetzt das hier rechts, weil die ganzen anderen können wir leider noch nicht kaufen, weil wir das noch nicht freigeschaltet haben. Ihr seht ja erst ab Level 20 hier unten links orange markiert, wir sind Level 8. Da würde ich sagen, kaufen einfach diesen Gegenstand, damit wir eine Leistung von 355 PS haben und uns somit hier dem Rennen von Amy widmen können. Perfekt, jetzt haben wir schon 355 PS. Und hier die ganzen anderen Sachen seht ihr erst ab Level 11. Hier Gegenstand kaufen, okay, das können wir uns jetzt, boah, dann kriegen wir direkt von 355 auf 372 PS, kostet nur 1000 Dollar, also das würde ich sagen, kaufen wir uns auf jeden Fall. Ich habe da, wie gesagt, nicht so die Ahnung von, was das hier alles genau ist. Ich bin ja jetzt auch kein, wie heißt das hier, Maler und Lackierer, Alter, oder wie der Job heißt, keine Ahnung, aber ihr wisst schon, was ich meine. Guck mal, jetzt wieder 381 PS, komm, das kaufen wir einfach, aber... man kann sich ja auch neue Autos kaufen, Freunde. Ich zeige euch das mal. Man kann ihn nämlich zurück. Und jetzt kriegen wir erstmal einen Anruf von Amy. Okay, ich glaube, du bist bereit für das große Rennen. Diese Schwergewichte sind bereit, wenn du bist. Viel Glück. Okay, wir haben jetzt unseren Wagen auf 350 PS markiert. Und jetzt sind wir bereit fürs große Rennen. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Hier könnt ihr das nämlich sehen. Amy Schrauber kommen in die Top 2 mit mindestens 350 PS. Okay, das hört sich schon mal richtig krass an. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal hin. Boah, wenn du einmal schnell bist. 7000 Dollar Belohnung. Ach du Scheiße, Schwierigkeit Mittel, das wird geil. Guck mal, da ist sogar so ein Porsche auch drauf abgebildet. So, unten links steht ja die Aufgabe, stelle die beste Rundenzeit auf einer Rundenstrecke auf. Okay. Ja, wir sehen, Freunde, wir haben sehr viele Rennen zu bewältigen. Einmal mit Spike, mit Robin, mit Manu, mit Amy. Ich würde sagen, machen auf jeden Fall heute das mit Amy. Das hört sich richtig interessant an. Und ich muss noch mal ein bisschen herausfinden, wie man so wirklich driftet. Weil driften kann ich noch nicht so gut. Ich wollte euch aber auf jeden Fall noch zeigen, man kann ja in seiner Garage insgesamt, glaube ich, 4 Wagen kaufen. Guckt euch das mal an, wir haben 4 Plätze. Aber wir haben leider zu wenig Dollar. Ihr könnt sehen, 14.000, so einen können wir uns natürlich leisten. Aber was will ich denn mit so einem Volkswagen Golf GTI 1976? Das ist unserer momentan viel geiler. Und ich zeige euch mal heftige Autos hier vorne. Die kommen alle noch später. Und das ist wirklich so ein Traumauto, Alter, was ich unbedingt haben will. Warte, wann kommt das hier? Warte. So ein war zum Beispiel
3 E92 sieht einfach mega geil aus, Alter. Wird mir schon reichen, so einen zu fahren, ohne Witz. Boah, die sind auch, guck mal, was für heftige Autos hier sind, Alter. M2 2016. Alter, was für kranke Autos. M4. Guck mal, das sind alles richtig geile Modelle von BMW. Ich mag Mercedes und BMW eigentlich so am liebsten. Ich finde das richtig geil. Hier, Dodge Viper auch noch. Guck mal, wie viele Autos es hier einfach gibt. Das geht noch höher, Freunde. Guckt euch das an. Das ist der teuerste Wagen im Spiel. Ferrari F40 1987, Alter. 198.000. Lamborghini Aventador. Alter, der hat, glaube ich, Ronaldo in schwarz, ne? Ach du Scheiße, so eine krasse Karre. McLaren haben wir ja auch noch am Start. Junge, Junge, Junge. Ja, Freunde, würde ich sagen, markieren wir uns jetzt mal direkt auf der Karte hier unser nächstes Rennen bei der Amy. Und dann geht's heute mal wieder richtig ab. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon direkt hier am Rennen angekommen mit Amy. Also es geht hier darum, wer die schnellste Runde fährt, der gewinnt. Und wir müssen jetzt hier einfach nur richtig Gas geben. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen können. Und ja, ich würde mal sagen, in den nächsten Folgen, da tünen wir ein bisschen unsere Karre auf. Also ihr meintet ja, mach mal einen Spoiler hinten dran oder kannst ja mal die Farbe ändern oder sonst irgendwas. Aber ich finde, unser Wagen so, sieht eigentlich richtig geil aus. Also ich würde den echt auch so fahren. Vor allem an der Seite finde ich das hier cool mit diesen zwei Zeichen. Alter, wird mir schon schwindelig. Ich sage, starten wir jetzt auch mal direkt das Event hier. Zack, RB, perfekt. Wenn du einmal schnell bist, komm in die Top 2 mit mindestens 350 PS. Mann, hör dir den Sound an. Mal sehen, wie er fährt. So, ich bin gespannt, Alter. Jetzt müssen wir richtig Gas geben, Freunde. Alter, komm, ab. Ui, yo. Wow. Oha, was geht hier ab, Mann? Zeitrennen. Oha, guck mal, da oben ist eine Zeit. Seht ihr das? Alter, die Karre, wisst ihr, wie die abgeht? Ohne Spaß, Mann. Ey, die beschleunigt viel, viel besser, ich sag's euch, als bei den letzten Folgen. Das Handling ist irgendwie besser geworden. Ich weiß nicht, weil wir diese ganzen Pakete dann noch gekauft haben. Ohne Spaß, der ist so am Beschleunigen. Hier ist eigentlich... Oh, fuck, Alter. Ja, mit dem Driften muss ich noch ein bisschen üben. Komm, zieh durch, Kontrollpunkt, Kontrollpunkt. Ah, das ist mit Zeit, guck mal, oben rechts haben wir eine Zeit, 2,29 und unten links haben wir eine Kilometeranzahl, 6,7 Kilometer. Alter, ich muss richtig durchziehen. Komm, 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 es ist mehr so ein kurviges Rennen, ey, der Wagen ist übertrieben am Rutschen hier. Man muss versuchen, die Kontrolle hier zu behalten. Ach du Kacke, ah, es geht ja, ah, okay, ich verstehe, Freunde, ich verstehe. Ich verstehe, es geht einfach darum, wer die schnellste Runde fährt. Wir waren bisher eigentlich am schnellsten, 35 Sekunden, habt ihr gesehen? Okay, komm. Boah, Junge, Alter. Ja, das muss ich noch ein bisschen üben hier mit diesem... Alter, wir müssen mal Gas geben. Alles klar, okay, komm, komm. Ich würde sagen, ab der nächsten Runde, da setzen wir mal unser Nitro ein und versuchen... Alter, Junge, so schnell den Überblick hier zu behalten. Alter, das ist so am Rutschen. Fuck, mit X haben wir hier die Handbremse. Okay, jetzt beginnt hier die neue Runde, glaube ich. Ab hier müsste es sein. Ich weiß nicht genau, aber ich ziehe einfach mal durch. Ich weiß selbst nicht genau, was wir jetzt hier machen müssen, aber... Wir lassen uns überraschen und hoffen, dass wir gewinnen werden, Freunde. Alter, Rille Öni ist heute wieder am Start hier. Zack. Wow, wow. Oh, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bisschen abgebremst, aber trotzdem in Ordnung. 32 Sekunden. Oha, 32,12. Der eine war nur, oh mein Gott, der eine war nur ganz knapp langsamer als wir. Habt ihr das gesehen? Guck mal oben rechts. Ich kann nicht überall hingucken, aber der war um Millisekunden langsamer als wir. Ach du Scheiße, Alter, was hier einfach nur abgeht. Junge, Junge, zieh durch, Öni. Diese Kurven hier, ne? Die sind so schwer zu nehmen. Ich glaube, ich muss da mal vom Gas runtergehen und dann einfach mal LT bzw. L2 drücken. Guck mal so, zack. Ja, genau. So klappt's. Okay, okay. Jetzt langsam weiß ich, wie es Driften funktioniert, ey. Ja, man muss ja alles... Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Hat mir vorhin noch meine Mutter gesagt. Dieser Spruch ist wirklich zu gebrauchen. Oh, wow, 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 wow. Noch 3 Kilometer, Freunde. Aber noch 44 Sekunden. Oh mein Gott. Guck mal, 31. Wir waren schneller. Wir waren wieder schneller. Okay, perfekt. Ja, wir sind gut dabei, Freunde. Wir sind gut dabei. Keine Sorge. Ich gucke die ganze Zeit oben links hin, aber konzentriere mich nicht so richtig auf die Straße. Gas, Gas, gib Gas, gib Gas. Und ich hatte jetzt Bremsen und da, ah, fuck, das war jetzt nicht so toll. Alter, mir wird schon schwindelig von dieser Runde, ne? Noch 25 Sekunden. Komm. Oh, das ist Amy. Amy, hallo Amy, mach mal Platz hier. Verpiss dich. Auch wenn das eine Freundin von uns ist hier im Spiel, ich kann mal einen Sack lutschen. Weiter, 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 weiter. Schön. Boah, das war gut gemacht. Driften mal eins. Perfekt. Komm, jetzt gib Gas, Junge. Öni, 10 Sekunden. Ziehst du durch, ziehst du durch. Alter, was macht ein Taxi hier mitten auf der Fläche? Was geht hier ab? Junge. Boah, das ist eine schwierige Strecke, muss ich wirklich sagen. Komm, noch 2 Sekunden. Einfach mal durchdrücken und... Alter, wir sind Erster geworden. Beste Rundenzeit, 31 Sekunden und 1. Bang, 7000 Nachricht. Neue persönliche Bestleistung. Perfekt, Alter. Wir haben es geschafft, Freunde. Junge. Ja, das ist gar nicht mal so einfach, wie ihr denkt, mit dem Fahren hier. Vor allem ist es ziemlich rutschig gewesen, ey. Wir sind eigentlich ganz gut gedriftet, würde ich sagen. Speed plus 0, ja, sehen wir alles hier. Hier haben bestimmt wieder einen Anruf von Amy, du bist super gefahren, ey. Ja, die ruft an. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich will nicht übertreiben, sonst hebst du noch ab.
Ich muss los. Wir sprechen uns. Okay, perfekt. Neue Teile am Lager. Und jetzt wieder was Neues freigeschaltet. Boah, der Wagen, ey. Mittlerweile, der geht so ab, ne? Der war am Anfang, wisst ihr noch, in der ersten Folge. Und wie der jetzt einfach nur durchzieht, ne? Mit was für einer Geschwindigkeit. Einfach nur übertrieben geil. Feier ich ab nochmal. Ja, von da würde ich sagen, öffnen wir mal direkt wieder die Karte. Moment. Zack. Bleib mal kurz stehen. So. Jetzt können wir hier sehen, wir haben noch ganz viele andere Rennen übrig, wie zum Beispiel mit Spike. Ich würde sagen, wir fahren am besten zu Spike. Oder sollen wir mal heute, wir machen erstmal bei Spike das Sprintrennen. Dann will ich heute nochmal driften. Ich muss mich auf jeden Fall im Driften verbessern, Freunde. Ja, schreibt mir, wie gesagt, noch Tipps und alles in die Kommentare. Würde mich mal gerne interessieren, weil, also zur Story zum Beispiel, was man sich hier kaufen muss fürs Driften. Man kann ja auch Handling-Optionen einstellen, dass der hintere Reifen nicht so viel Druck hat und so alles. Da kann man echt viel machen. Müssen wir einfach mal schauen. Und ja, würde ich sagen, sind wir auch schon direkt hier angekommen und machen hier das Sprintrennen mit Spike, Alter. So, Turbojagd, fahre das Sprintrennen mit Brian. Okay, das war der uns in der letzten Folge... Okay, Großer. Bringen wir es hinter uns. Okay, wir müssen Sprintrennen 1 gegen 1 machen. Ich liebe diese 1 gegen 1 Rennen. Richtig Fast and Furious Feeling. So, jetzt kann er meinen Auspuff lutschen, Alter. Komm, okay, der ist erster. Warte mal. Schwierigkeit ist ja auch einfach. Guck mal, was hat der? Was will der mit seiner Karre? Guck mal, einmal ein bisschen Nitro einsetzen. Wir sind weg, Alter. Ganz easy, Freunde. Boah, die Karre geht so ab. Man muss aber auch ein bisschen die Kontrolle versuchen zu bewahren, Alter. Der geht einfach nur sowas von ab. Ach du Scheiße. Junge, guck euch mal an. Alter, ist das krank, Mann. Wow. Oh Junge, guckt euch das mal an. Das wird jetzt schwierig. Oh, schön. Oh, fuck, Alter. Das war... Genau das wollte ich vermeiden, dagegen zu knallen. Verpiss dich, Alter. Ich drück den weg. Ah, scheiße, Alter. Ah, okay, das kann auch spannend werden. Das kann eine spannende Angelegenheit werden. Der ist jetzt gerade vor uns, der Brian. Aber den kriegen wir auch ganz ruhig, Freunde. Ganz ruhig. Alter, sein Wagen ist auch nicht schlecht, aber... Guck mal jetzt. Noch 3 Kilometer. Okay, komm, go. Ich liebe dieses Sprintrennen. Einfach mal zack mit Speed hier. Vollspeed Podolski einfach durch. Guck mal, wie schnell die Karre wird, Alter. 240 schon. Alter, wir müssen auf die Karte gucken. Ja, du Scheiße. Fuck. Bin wieder ein bisschen zu schnell drauf hier. Komm, gib Gas. Und jetzt. Oh, die Kurve, die haben wir gut genommen. Die haben wir sehr, sehr gut genommen. Der hängt uns aber wirklich am Nacken, Alter. Der ist kein schlechter Fahrer. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen einfacher hier. Wow, schön gedriftet hier. Fuck, noch 1,1 Kilometer. Kurve, wie der uns am Sack hängt, unten links auf der Karte. Oh, die Kurve müssen wir jetzt gut nehmen, Freunde. Die müssen wir jetzt gut nehmen. Oi, nein, das war nicht so gut. Oh, shit. Ah, der ist zum Glück auf der LKW. Alter, was geht hier ab, Mann? Zieh durch. Nehmen noch Nitro. Einfach Nitro durchdrücken. Oh, fuck, jetzt kommt eine schwierige Kurve. Ach, du Scheiße, Alter. Abu Sharmuta. Alter, das ist das Ziel. Oh, komm, wir haben es geschafft, Alter. Ja, war eigentlich knapper als erwartet. Junge, wir sind aber geschafft, wir sind Erster geworden. Ja, Freunde, wir werden immer besser. Anfangsstange, Erfolg freigeschaltet. Ich habe mal kurz gezeigt, wo der Pfeffer wechselt. Der Öni hat den mal kurz auseinandergenommen, den Büscher, ey. So, wir kriegen ja wieder schöne Punkte dazu. Sind jetzt mittlerweile, komm, Level 10. Ja, Level 10, perfekt, Alter. Aber in der nächsten Folge wird sowas von getuned, Freunde, das verspreche ich euch. Vielleicht haben wir eine andere Lackierung, schön rot oder so. Das wird auch mega ballern, Alter. So, optimal. Das Rennen haben wir jetzt auch abgeschlossen. Mal gucken, jetzt ruft er direkt an, der Spikey Mikey. Das war knapp. Brin sucht schon fleißig nach Ausreden. Gut gemacht, Mann. Peace. Oh shit, die Polizei ist da. Seien Sie nicht dumm. Halt dein Maul, Alter. Geldstrafe, ey. Was wollen die denn von mir? Aber jetzt können wir diese Aufgabe bewältigen, Freunde. Warte mal, ich drück mal schnell Menü. Guck mal, und oben rechts. Er kommt eine 2-Minuten-Verfolgung. Das macht... Oh. Sackgasse. Alter, was war das denn jetzt hier? Alter, die haben uns fast in Gefangenschaft genommen. Habt ihr das gesehen? Junge. Wir müssen jetzt mal die Aufgabe machen, Freunde. Ich mach sie, okay? Ey, was ist denn hier los? Überall Sackgassen, Alter. Was geht hier ab, verdammte Scheiße? Junge, der Kopf, der verfolgt uns die ganze Zeit. Wir müssen jetzt hier links auf die Straße. Alter Schwede, was geht hier ab? Hier ist es links gewesen, okay. Junge, wo sind wir hier, Alter? Mitten in so einem Bungalow, Alter. Scheiße, ich muss hier weg. Ich muss hier verdammte Scheiße nochmal weg. Okay, jetzt ruft uns Amy an, Alter. Hey, hier ist Amy. Hab's mir anders überlegt. Ich muss hier raus. Lust auf ein Rennen? Ein paar VMAX-Versuche? Meld dich, wenn du dabei bist. Ja, ich hab grad andere Probleme, Alter. Guck mal, weißt du, mitten in der das habe ich, wie gesagt, das müssen die verbessern hier. Dass man während des Fahrens hier so Sachen eingeblendet bekommt und angerufen wird, das ist ein bisschen scheiße. So, wir machen jetzt versuchen, diese Aufgabe von diesem Outlaw. 2 Minuten müssen wir entkommen. Links sehen wir die Zeit. Wir sind bei 1,22 jetzt.
Und bei 2 Minuten, da müssen wir den Bullen... Oha. Okay. Der will es wirklich wissen. Seine Karre ist ja richtig am Arsch. Ja, den kriegen wir, Alter. Ja, geil. Ey, guck mal. Wie unnötig, Alter. Wie unnötig. Ey. Meine Güte. Boah. Alter Schwede, ey. Das meine ich gerade, Alter. Ich habe gerade noch von... Oha, ich dachte schon, das wären 2. Aber wir verarschen immer ein bisschen, Alter. Komm mal, 13 Sekunden. Okay, ich gebe auf. Du kannst mich ruhig gefangen nehmen, Bulle, Alter. Chill. Chill doch mal, ey. Noch 5 Sekunden. Oh, nach diesen 2 Minuten. Wir können jetzt schon... Wollen wir jetzt mal kurz zeigen, wer wir sind, Freunde? Okay. Hau rein, Digga. Jetzt machen wir mal kurz einen Prozess, oder, Freunde? Oh. Der Arme tut mir leid, Alter. Sogar schön in den anderen Tunnel rüber. Zack. Und arrivederci, mein Freund. Arrivederci. Guck mal, auf der Karte einfach gebumst, ey. Einfach gebumst, den Pisser, ey. Scheiße, ey. Ist das geil. Wir müssen einfach 12 Sekunden entkommen. Ganz locker easy, Alter. Guck mal, der ist bestimmt irgendwo noch am Arsch der Welt. Kopfverfolgung, Alter. Ganz ruhig, 5 Sekunden, gleich sind wir dem entkommen. Dann haben wir die Aufgabe da bewältigt, Alter. Was will der? 260, Junge. Gib ihm. Entkommen. Nachricht. Jetzt haben wir eine Nachricht von dem Pisser bekommen, der uns das hier die Herausforderung gegeben hat. Mal gucken, was der will, Alter. Bin ich mal gespannt. Nachrichten. Dieser Ortlo war das. Wo ist der Ortlo? Je höher deine Geldstrafe steigt, desto mehr sind die Cops daran interessiert, dich zu stoppen. Je mehr du dich zum Outlaw entwickelst, desto höher ist deine Fahndungsstufe. Was bedeutet mehr Cops? Schnellere Cops und mehr Straßensperren, Alter. Ja, Mann, das ist mein altes Need for Speed, wie ich es kenne, Alter. Cops, Straßenverfolgungen. So, okay, du meinst es also ernst. Wenn du mehr willst, bleib auf Empfang. Okay. Alles klar, es ist irgendwie so ein... Ich weiß nicht, wer das ist, Alter. Das ist Ortlo. Keiner weiß, wer das ist, Freunde. Alter Schwede, ey. Hat aber Bock gemacht, die Verfolgungsjagd, muss ich sagen. Auch wenn da nur ein Bulle hinter uns her war. Natürlich, will man so eine Verfolgungsjagd mit 10 Bullen haben oder so. Mit Nagelbändern und alles. So, das ist Need for Speed, ey. So. Okay, besiege 241 km/h. Oha, es gibt ja nur noch 3 Rennen. Würde ich sagen, machen wir jetzt mal das Rennen mit Manu für heute, Freunde. Dann sind wir auch schon eigentlich ganz gut durchgekommen. So, mit Manu ein schönes Driftrennen. Mal gucken, wie der Öni sich hier im Driften heute mal schlagen wird, Alter. Alles klar, bis gleich. So, wir sind jetzt auch direkt angekommen, Freunde. Aber wir haben ja noch eine Nachricht bekommen wieder von diesem Ortlo. Mal gucken, was der uns geschrieben hat. Jetzt steht, oha, entkomme einer Verfolgung mit $2,500 Geldstrafe. Jetzt steht mehr auf dem Spiel. $2,500 Geldstrafe. Denk dran, angehalten werden geht jetzt nicht mehr. Also lass dich nicht schnappen. Okay. Das heißt, wenn wir nochmal in eine Verfolgung reingeraten sollten, dann müssen wir... Oh, da ist doch ein Polizist. Soll ich den einfach mal rammen? Okay, komm, Freunde, wir machen das einfach mal. Ey, besser geht's doch gar nicht. Warte mal, guck mal jetzt. Hier, Geldstrafe, $280. Okay, wir müssen jetzt eine Geldstrafe von 2500 erreichen, Alter. So, das heißt, wir müssen viele Sachen kaputt machen. 7 Subaru, stoppen Sie den Wagen. Halt dein Maul, Verhaftung. Geldstrafe, 680. $280 ist doch voll easy, Alter. Warte mal. Rammen wir noch die ganzen Autos. Oh, shit. Das war jetzt gar nicht gut. Oh, fuck, ich wollte... Oh. Junge, haben wir ein Glück gehabt, Alter. Ich habe gedacht, wir sind jetzt automatisch gefangen genommen, Freunde. Ich wollte nur ein bisschen Geldstrafe hier machen. Steigt das automatisch mit der Geldstrafe oder müssen wir Sachen kaputt machen? Ich glaube, wir müssen mehr so Sachen kaputt machen, oder? Gerade, okay, 900, okay, die steigt die ganze Zeit. Aber ich glaube, wenn wir so Sachen kaputt machen, dann fördert das Ganze ein bisschen. Ey. Chill. Da ist er ja wieder. Wo ist der? Da ist er doch. Ich habe gedacht, wir entkommen schon wieder. Geht 2500, ganz easy, Alter. Machen wir, bam, müssen ja die Sachen, Straßen kaputt machen. Aber das, ich weiß, ich glaube nicht, dass das ein bisschen dazu zählt, oder? Komm, guck mal, zack, einfach hier alles kaputt machen. So, 1500, Freunde, 1600, 2500 ist unsere Aufgabe. Und ich finde das richtig geil, dass unsere Fahndungsstufe immer mehr steigt und steigt. Weil das ist Need for Speed, Freunde. Abhauen von der Polizei, Verfolgungsjagden. Genau das ist Need for Speed, Alter. Aber momentan haben wir noch nicht so eine hohe Fahndungsstufe, weil wir eigentlich nie was Böses angestellt haben. Aber jetzt wird langsam mal Zeit. Es ist Böses in der Luft. Alter, der kann gleich wieder schön meinen Auspuff lutschen, ne, der Cop. Der denkt auch so, ich hab ihn bald. Wir machen ihm richtig Hoffnungen, Freunde. Und dann hauen wir einfach ab. Spike ruft natürlich wieder an, geil. Yo, wir starten ein Highway-Rennen. Wird nicht einfach, also sieh zu, dass deine Karre was kann. Lass dir vielleicht von Ames helfen. Die Typen meins ernst. Bis später. Wo ist denn der Polizist, Alter? Guck mal jetzt, warte. Ich bumse ihn jetzt richtig. Zack. Kurz bevor er kommt, einfach mal gedreht. Wer ist das denn, Alter? Verpiss dich. Wer ist das denn, ey? Digga, was ist denn da los? Will er mir helfen, oder was? Was macht denn der Bulle da? Der ist doch Rille, ey. Guck mal, wie der fährt, Alter. Wo hat er denn seinen Führerschein gemacht? Hat er im Lotto gewonnen, oder was?
Cool, der fährt und der ist wirklich am Denken. Kommen noch 300 Dollar. Dann haben wir die Verfolgungsjagd geschafft. Also Spike meint gerade... Oh, fuck, da kommt schon der zweite. Oh, langsam geht's los, Freunde. Alter, 2300, Freunde. Wir haben gleich 2500. 2470, Freunde. Ach du Scheiße, da kam jetzt einfach ein zweiter dazu. Das heißt, unsere Fahndung... Okay, 2500 haben wir geschafft. Jetzt heißt es abhauen. Jetzt heißt es abhauen, verdammte Scheiße. Komm, go, go, go. Oha, der eine ist noch frisch, Alter. Oh, jetzt wird's nicht schwierig. Jetzt wird's nicht einfach werden, glaube ich. Egal, ich ziehe einfach mal durch. Wir brauchen jetzt am besten eine gerade Strecke, wo wir schnell fahren können. Ich hau da jetzt einfach mal ab von denen. Alter, der eine verfolgt uns noch. Seht ihr den? Alter, der ist ja richtig gut dabei. Ach du Scheiße. Egal. Wir entkommen schon, keine Sorge. Wir fahren jetzt ein bisschen im Kreis mit ihm. Jetzt fahren wir hier rechts. So, 15 Sekunden noch ganz... Oh, 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 oh. Fahr, 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 fahr. Oh, das sind wieder zwei Stück. Alter, haben die Teleportation gemacht, oder was? Oh, fuck, da kommen die. Zieh durch, Alter. So, 15 Sekunden noch. Haben wir es geschafft, Alter. Junge, das war heute richtig geile Verfolgungsjagden. Auf jeden Fall, Freunde. Wir können jetzt eigentlich theoretisch gesehen stehen bleiben. Weil ich denke mal nicht, dass die jetzt da kommen werden, Alter. Wenn die jetzt da hinten kommen... Oh mein Gott, die kommen, Alter. Das ist doch unfassbar. Alter. Da hinten sind die. Habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße, die sind ja tatsächlich gekommen, ey. Wir haben gerade wieder direkt eine neue Nachricht bekommen. Alter Schwede, ich bin jetzt erschrocken, ne? Kamen die da auf einmal, die Bullen? So, wir schauen jetzt erstmal nach, was uns der eine geschrieben hat, der Outlaw. Okay, so. Okay, du bist gut genug. Wir sind eine eingeschworene Gruppe. Halte dich kurzfristig bereit. Okay. Keine Ahnung, was der von uns will. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir für heute noch hier das schöne Drift-Contest hier mit Manu. Und dann war es auch von der heutigen Folge. So, wir teleportieren uns nochmal kurz dahin. Alter, heute geht's richtig ab an den Verfolgungsjagden. Alles klar, bis gleich. Finde deinen Groove, fahre den Drift-Contest mit Manu. Okay, ich wusste, dass du neugierig bist. Du wirst dich garantiert mit dem Drift-Virus infizieren. Ja, geil, Manu ruft wieder an. Hey, Bro, Lust auf eine Runde driften? Keine Ahnung, ob du bei den anderen bist, aber ich bin hier, wenn du mal was anderes erleben willst, hm? Hörst du? Okay, also dann, bis später. Oh shit, Alter. Warte mal, was ist denn jetzt unsere Aufgabe hier? Ah, das ist ein Wettrennen. Ah, ich verstehe. Okay. 1:37 noch. Warum ruft der Manu? Warum rufen die auf einmal alle an, wenn ich am Fahren bin? Hi, Robin hier. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht wegen des Drift. Wir haben noch einiges vor, wenn du Lust hast. Sehe ich dich später noch? Ey, halt einfach dein Maul jetzt, Alter. Ich kann mich doch nicht auf 120 Sachen gleichzeitig konzentrieren. Alter, guck mal, wie gut die sind. Die haben alle schon 6000 Punkte. Okay. Driften muss ich echt noch. Guck mal. Ich mach doch schon, Freunde. Ich zieh die Handbremse. Nicht Handbremse. Ich drück einfach L2. Ja, hier kann man doch gar nicht driften, Alter. Ganz ehrlich. Warte mal. Wie soll ich hier driften? Jetzt aber. Guck mal jetzt. Warte. Alter, guck mal, wie der Manu driftet, Alter. Das ist ja ein Baba-Boss, Alter. Ohne Spaß. Ey. Der Wagen will nicht driften, Freunde. Wir müssen an dem irgendwas einstellen, Alter. Auf jeden Fall. Der Wagen will einfach nicht driften. Alter, warum driftet der denn so scheiße? Das würde ich mal gerne wissen. Ich halt doch schon. Beim Driften muss man auch sprinten, loslassen und dann... Guck mal. Alter, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es. Das fuckt mich gerade übertrieben ab, Alter. Das fuckt mich so abnormal ab, Freunde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Kommen gerade mal 5000 Punkte, Alter. Noch 30 Sekunden, ey. Alles klar. Alles klar, Alter. Alles klar. Guck mal, er will einfach nicht richtig driften, der Wagen hier. Junge, Junge, das regt mich gerade so auf, ne? Ey, was ist das für ein Witz? Noch 14 Sekunden, Alter, und wir sind der Schlechteste einfach. Alter Schwede, das ist ja peinlich. Was sollen denn alle von uns denken hier? Geil, ich bumse die jetzt dafür so. Ey, das ist doch wohl ein Witz. Guck mal, der will einfach nicht driften. Was ist das? Ich lese mir das auf jeden Fall durch, Alter. Ich muss mir das... Fünfter, geil. Bank 200, 500, super. Ein super Eindruck jetzt bei Manu hinterlassen, bestimmt. Ey, wie mich das abfuckt, ne, mit dem Driften, ohne Spaß, Alter. Der hat einfach nicht gedriftet. Ich weiß auch nicht, was ich da richtig drücken muss, weil ich da falsch gemacht habe. Das würde ich einfach mal gerne wissen. Da müssen wir uns mal in Ruhe anschauen nochmal. Wir haben auf jeden Fall vorhin einen Anruf von diesem Outlaw bekommen oben links. Habt ihr das gesehen? Was war da los, ey? Der ruft jetzt an. Travis, komm schon. Du willst mir sagen, dass du nichts weißt? Auf wie viele Arten soll ich denn sagen? Ich versteh's nicht. Irgendjemand muss was wissen. Es wären ja keine richtig guten, supergeheimen Untergrund-Outlaw-Typen, wenn sie jeder kennen würde, oder? Du hättest sie sehen sollen, Rob. Verrückt, Mann. Die Cops waren so drüber, die sind durchgeheizt und haben uns ignoriert. Dann habt ihr Glück gehabt. Ah, komm zum Diner und chillt eine Runde. Manu sagte, er kommt dahin. Treffen wir uns dort. Alles klar, dann viel Spaß.
Oh, du kommst nicht zu uns? Hab eine Reklamation von ein paar Felgen und will die Dinger nicht sehen. Macht's gut zusammen. Okay, ich fahr jetzt rüber. Wir sehen uns da. Okay. Manu ruft wieder an. Hey, Bro. Wollte dir eine neue Route zeigen, aber wie es aussieht, bin ich spät dran. Bei SR24 brauche eine Identitätsprüfung. Over. Order 24. Tja, ich bin spät dran. Ist das Ihr Fahrzeug? Ja. Yeah. Führerschein und Zulassung. Ich wurde gerade angehalten. Sir, legen Sie das Telefon weg. Oh. Officer, ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell ich war. Dafür ist der Tacho da. Führerschein und Zulassung. Ich frage nicht noch einmal. Okay, ich glaube, die will Ärger machen. Muss auflegen. Aus dem Wagen. Wow. Okay, okay. Hier ist mein Führerschein. Bei SR24, 1199. Roger, brauchen Sie Hilfe? Ich will Ihre Hände sehen. Locker, Mann. Aus dem Wagen. Oha. Ach du Scheiße, Manu ist in Gefahr. Die Polizei scheint ihn festgenommen zu haben, ey. Also hier laufen auf jeden Fall noch ganz üble Sachen, Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, hier sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Fahre den Driftversuch in Southport. Also das mit dem Driften ist auf jeden Fall momentan noch meine Schwachstelle. Das müssen wir noch üben hier. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, war es auf jeden Fall von der heutigen Folge. Need for Speed hat mir wieder unnormal viel Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Morgen geht es dann, denke ich, weiter hier mit WWE. Dann auch darauf den Tag dann hier mit Black Ops. Wir schauen einfach, wie ich das machen werde. Und ja, alles klar, Freunde, euer Öni ist raus. Ab nächster Woche, beziehungsweise Dienstag, geht's dann los mit den zwei Videos. Und ja, alles klar, haut da rein, Little Peter. Schreibt mir Tipps und Tricks in die Kommentare rein, wer schon gespielt hat. Haut da rein, macht's gut und ciao!